Hallo! Ja, ich habe heute mal meine Favoriten für euch. Ich weiß, habe schon lange keine Favoriten mehr abgedreht. Ja, lag aber auch daran, dass ich jetzt so in den Sommermonaten gar nicht so viele neue Produkte benutzt habe. Und die ich neu hatte, wollte ich auch erstmal ein bisschen testen, bevor ich da wirklich irgendwie was zu sagen kann, sie geschweige denn in meine Favoriten mit aufnehme. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen zusammengesucht und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal ein paar alte Favoriten, die diesen Monat sehr aktuell gewesen sind. Wie ihr sehen könnt, ich bin natürlich Step by Step immer, immer, immer heller geworden. Und da waren drei Sachen oder drei Produkte, und die ich echt nicht mehr konnte. Und zwar sind das einfach so Haarpflegeprodukte. Also einmal von Schwarzkopf die Gliss-Core Hair Repair Total Repair Express Spülung. Das ist etwas, was man sich einfach nur ins Haar sprayt, nachdem man die Haare gewaschen hat, und danach konnte ich meine Haare ein bisschen besser durchkämmen. Jedes Mal, wenn ich zum Blondieren war und zum Färben, war es natürlich dann immer sehr krass, die Haare durchzukämmen und zu machen und zu tun. Und ohne das wäre das überhaupt nicht gegangen. Zusätzlich zu dieser Geschichte hier, also das wäre auch, also ohne die zwei Produkte hätte ich meine Haare nicht mehr durchkämmen können, weil die zwischendurch richtig trocken gewesen sind, wie man sich vorstellen kann. Und ich habe hier von Garnier aus der Wahre Schätze-Serie einmal den Ahornbalm und ich habe auch den Honigbalm immer abwechselnd immer benutzt und reichlich davon wirklich in die Haare gegeben. Und dann war alles in Ordnung, dann konnte ich meine Haare auch gescheit durchkämmen. Und wenn ich sie dann trocken hatte, ganz wichtig, Öl, ganz, 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 ganz wichtig. Entweder das von Paul Mitchell oder das hier, das Moroccan Oil. Und das sind so Produkte, die habe ich euch, die zeige ich euch immer und immer und immer wieder, weil ich wirklich drauf schwöre, ich liebe die Produkte einfach. Natürlich gehören auch die Haarkuren und so weiter mit dazu, aber jetzt gerade, wo ich meine Haare so extrem strapaziert habe, hat sich wirklich nochmal herauskristallisiert, welche Sachen gerade aus dem Drogeriebereich und nicht aus dem High-End-Bereich wirklich eigentlich ihr Geld wert sind. Und dazu gehören diese Produkte für mich persönlich auf jeden Fall mit dazu. Dann, wie immer, über das ganze Jahr gehört natürlich der Stilness-Schmuck zu meinen Favoriten. Das wollte ich nochmal erwähnen, weil ich werde so ziemlich in jedem Video, gerade von neuen Zuschauern, gefragt, woher denn meine Ketten sind, wo mein Armschmuck und so weiter her ist. Ich habe ja hier auch das Armband, das ist die Weltkarte. Dann habe ich hier diesen kleinen Choker, da ist so ein kleiner Anhänger dran, so ein Anker. Und hier auch nochmal die Weltkarte. Und da habe ich sogar noch eine längere Kette mit der Weltkarte dran. Aber das sind so die Sachen, die trage ich jeden Tag durchgängig, die nehme ich überhaupt nicht abends ab. Ich gehe damit in die Sauna, ich gehe damit duschen, ich piele damit, ich gehe damit ins Schwimmbad, ich mache damit alles. Wirklich alles. Ich nehme sie nun schon mal im Solarium oder sowas ab, wobei ich schon lange nicht mehr dort gewesen bin. Und dieser Schmuck hält jetzt mittlerweile sehr, 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 sehr lange. Ich habe die teilweise wirklich weit über einem Jahr und da ist überhaupt nichts dran. Die sind so hochwertig. Also auch da findet ihr den Link in der Infobox. Ja, die weiteren Produkte, die ich jetzt habe, sind wirklich reine Beauty-Produkte und ich habe mich extra damit auch heute geschminkt, weil das sind wirklich die Sachen, wenn ich mich dann mal geschminkt habe die letzte Zeit, dann habe ich immer zu diesen Produkten gegriffen und deswegen habe ich sie jetzt, würde ich sagen, ganz, ganz gut getestet. Zum einen natürlich das, also eigentlich ist es das, was ganz zum Schluss drauf kommt, und zwar ist es ein Make-up-Fixierungsspray. Ja, ich habe nämlich die ganze Zeit immer einfach nur das MAC Fix Plus benutzt, aber das MAC Fix Plus ist eigentlich kein richtiges Fixierungsspray, sondern es macht die Haut nur noch mal so ein bisschen smooth und lässt die ganzen cremigen und pudrigen Produkte einfach so zusammenfließen und man sieht so ein bisschen wie retuschiert aus. Aber es ist kein richtiges Setting Spray. Und im Sommer brauche ich definitiv ein Setting Spray, wenn ich mich geschminkt habe, weil ich einfach ein super fettiger, öliger Hauttyp bin und ohne ein Setting Spray läuft da gar nichts. Und ich habe mich da sehr in dieses hier verliebt. Das habe ich jetzt schon ein paar Monate bei mir. Ich bin der Meinung, ich habe es irgendwann mal in den USA gekauft. Ich glaube, bei meinem letzten Miami-Trip. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das schon einige Monate und habe es nie verwendet. Und jetzt, die letzte Zeit, wo es so heiß war, habe ich dann immer das verwendet und gemerkt, darauf ist wirklich Verlass. Und zwar ist es das Make-up Setting Spray Long Lasting von Urban Decay. Und zwar in der All-Nighter-Version. Es gibt da verschiedene Versionen. Die hier ist auch oil-free, also ölfrei. Und das ist halt wirklich bam. Das Make-up hält wirklich so, 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 so lange. Ich würde nicht sagen, den ganzen Tag und alles ist toll, man muss nie wieder nachpudern. Nein, ich bin sowieso jemand, der sehr ölig und sehr fettig ist, egal was für Produkte ich benutze. Aber das ist schon, man merkt halt einfach da einen sehr großen Unterschied zu Produkten, wenn ich irgendwas aus der Drogerie gekauft habe. Das sind einfach Weltenunterschiede, gerade diese Setting Sprays. Genau. Dann auch eine neue Foundation, die hatte ich mir
auch in Miami gekauft gehabt, weil die gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht, soweit ich jetzt informiert bin. Nee, die gibt es hier nicht. Und zwar ist es von L'Oreal die True Match Super Blendable Makeup Foundation. In dieser berühmten kleinen Flasche, die man von allen möglichen YouTubern immer in die Linse gehalten bekommt. Und als ich in den Staaten mal wieder war, habe ich gedacht, hey, du musst die mal ausprobieren, weil das soll ja, also laut den amerikanischen YouTubern, soll das ja die beste Foundation aus der Drogerie sein. Und das sagen sie immer und immer wieder seit Jahren, weil die gibt es schon seit Jahren auf dem Markt. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere sie mal. Die habe ich auch heute drauf. Ich habe hier die Farbe True Beige N5. Das ist halt das Geniale in den Staaten. Da gibt es dann halt irgendwie 50 verschiedene Foundations und man kann sich halt einfach den perfekten Hautton für sich raussuchen. Ob das in der neutralen Version ist, ob es eher olivstichig ist, ob es irgendwie gelbstichig ist oder sonstiges. Es ist einfach so richtig, ja, ich liebe es einfach. Und das ist halt wirklich eine Bombenfoundation. Die hält, die sitzt, die ist nicht zu deckend, aber sie deckt trotzdem ab. Man hat aber nicht diesen Maskeneffekt. Also eine Mega-Foundation. Wie gesagt, trage ich auch heute gerade. Ganz große Liebe. Wenn ich dann, oder beziehungsweise eine Sache kann ich euch noch zeigen, bevor ich zu dem Setting Powder komme. Ich habe ja euch in, glaube einer der letzten, entweder letzten oder vorletzten DM-Hauls gezeigt, dass ich mich hier von Maybelline für die Dream Brightening Cream Concealer entschieden habe, weil mein Concealer, den ich ja seit 15 Jahren gebraucht habe, plötzlich aus dem Sortiment gegangen ist. Ich bin immer noch stinksauer. Und ich ja nach so einem Dupe gesucht hatte und noch nicht so richtig fündig geworden bin. Aber das kommt dem schon sehr nahe, vor allen Dingen, weil es halt auch aus der gleichen Firma ist. Also wenn ich die letzte Zeit einen Concealer benutzt habe, auch an Tagen, wo ich mich gar nicht geschminkt habe und einfach nur so ein paar Pickelchen oder Unebenheiten abgedeckt habe, habe ich immer das hier benutzt. Immer, immer, immer. Ich habe hier die Farbe Light Medium, das ist die 30 und man sieht es auch schon, ich habe da schon ordentlich was von gebraucht und das ist halt einfach so ein, ja, ein cremiger Concealer auf jeden Fall. Rutscht aber nicht rum. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon und kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein Produkt, wo ich sage, das werde ich bestimmt nachkaufen. Und das Ganze sette ich mittlerweile ausschließlich nur noch mit diesem Puder hier. Also ich bin da wirklich wieder total drauf hängen geblieben, weil das ist einfach mega genial. Das ist das RCMA Puder. Ob man damit baked oder einfach nur so den Concealer setzt, ist einfach mega. Ist ein tolles, tolles, tolles Produkt. Gibt es auch nur in den Staaten, wobei es auch mittlerweile Seiten gibt, die das nach Deutschland shippen. Ich habe das auch auf irgendeiner Seite mal gefunden gehabt. Allerdings ist es schon wirklich lange her und ich habe keine Ahnung mehr, wie die Seite heißt. Deswegen, wenn ihr da interessiert dran seid, dann einfach mal googeln. Ist aber auch einer der Produkte, die auch von den amerikanischen YouTubern ständig in die Kamera gehalten werden, weil es einfach ein mega tolles, loses, transparentes Puder ist. Und wenn man damit sich wirklich abgepudert hat oder geschweige denn gebaked hat, dann ist man wirklich den ganzen Tag über safe und good to go. Also ganz, ganz, ganz große Liebe. Dann benutze ich momentan zwei Highlighter sehr, sehr, sehr gerne. Und zwar entweder von der Mrs. Bella Palette, die BH Cosmetics Palette. Also da benutze ich auch gerne mal Lidschatten. Aber am allerliebsten benutze ich hier Gold Digger, diesen Highlighter. Einfach nur, wenn ich nichts Großartiges gemacht habe, dann benutze ich immer diesen Highlighter. Und wenn es ein bisschen extremer sein soll, dann benutze ich immer diese zwei Highlighter in Kombination. Und zwar dieser hier von P2, Perfect Face Strobing Wonder. Das ist so ein Ball und der hat so ein, ja, beige, gold, rose goldenen Ton. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und den gebe ich mir dann immer schön drauf, klopfe das Ganze ein bisschen ein. Und dann gehe ich darüber, weil das ist ja ein Cremeprodukt, das muss man setten, sonst rutscht es durch die Gegend. Darüber gebe ich dann immer Gold Digger noch als Puderprodukt und sette das damit und tue es damit auch nochmal natürlich verstärken. Das habe ich heute auch drauf. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen, dass ich wirklich einen Glow heute drauf habe. Der ist schon echt heftig und das sind genau diese zwei Produkte. Ich liebe es. Dann auf meinen Lippen, falls sich das jemand schon gefragt hat, benutze ich sehr, sehr gerne einmal von Kylie Jenner Dolce K als Lip Liner. Das ist so mittlerweile ja einer meiner Favoriten geworden, neben meinem, den ich sowieso habe von Maybelline. Ja, das ist halt so ein tolles, perfektes Nude, was man zu allem irgendwie benutzen kann. Deswegen da auch sehr, sehr, sehr verliebt drin. Und den
Lippenprodukte, muss ich sagen, ist ja bei mir immer tagesabhängig. Aber ich habe gemerkt, einen, den ich die letzte Zeit sehr oft benutzt habe, wenn ich mal was benutzt habe, war tatsächlich dieser hier, den ich auch heute drauf habe. Und zwar ist der von BH Cosmetics. Den hatte ich euch auch in einer der letzten Hauls vorgestellt. Und zwar ist der von der Ashley produziert worden. Da wusste ich ja am Anfang auch gar nicht, wer das ist. Aber ja, mittlerweile habe ich sie auch mal gegoogelt und weiß, wer das ist. Die hat ja bei super vielen Sachen mitgespielt, auch bei High School Musical und was weiß ich was alles. Soweit ich hoffe, ich verwechsel sie jetzt nicht schon wieder. Aber ist mir eigentlich auch wurscht, von wem das produziert ist. Geht einfach darum, also die hat ja die Kooperation mit BH Cosmetics gehabt, hat verschiedene Produkte rausgebracht und unter anderem dieses Lippenprodukt. Und das ist so ein, das ist ein Gloss, der, wie ihr sehen könnt, zwar ein bisschen glänzt, aber der hat nicht dieses super klebrige. Im Gegenteil, ist eigentlich super smooth. Man könnte denken, das ist so ein Satin-Finish irgendwie. Also überhaupt null klebrig. Das finde ich bei Lipgloss sowieso immer sehr krass. Und der ist halt super deckend. Der hat eine richtig krasse Deckkraft. Also richtig, richtig schön. Enhancing Lip Gloss Skinny Dipping 005. Ich hoffe, das bringt euch jetzt was. Also so sieht es aus mit einer goldenen Schrift drauf. Mega. Ganz große Liebe. Ich habe keine Ahnung, ob es den auf der DE-Seite gibt. Ich habe es über die Com-Seite bestellt. Genauso wie ich die Carly Bible Palette über die Com-Seite bestellt hatte. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile mal endlich auf der deutschen Seite gibt. Keine Ahnung. Ich habe sie über Com bestellt. Hatte ich euch auch in einer der letzten Hauls vorgestellt. Ja, Carly Bible. Die erste Palette, die sie rausgebracht hat, war ja immer meine absolute Lieblingspalette, egal von welchen Paletten. Das war so meine Go-To. Und mittlerweile muss ich sagen, dass das meine Go-To-Palette geworden ist. Ich habe sie noch nicht allzu oft verwendet, bin ich ganz ehrlich, weil einfach jetzt bei diesen heißen Temperaturen schminke ich mich wirklich auf den Augenlidern, nur wenn ich was Besonderes habe. Ja, aber dennoch benutze ich diese Farben sehr, sehr gerne. Heute habe ich zum Beispiel für meine Crease habe ich diese zwei Farben benutzt. Das sind so zwei schöne Brauntöne, die beiden in Kombination. Und auf meinem beweglichen Augenlid ist so ein, ja, so ein schwieriger Ton, der ist sehr schwierig zu beschreiben. Ist auf jeden Fall, die anderen waren komplett matt. Den ich hier auf dem beweglichen Lid drauf habe, ist so ein bisschen nicht glitzerig, aber so ein bisschen Schimmer ist da auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall ist es dieser hier. Ach, so, 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 so schön. Wunderschöne Farbe, wirklich. Aber generell die ganze Palette, tolle Farben, extreme Pigmentierung. Und für diesen Preis, ich weiß gar nicht, was die gekostet hatte. Ich glaube 22 Dollar oder so oder nur 17, nee, ich glaube, die hatte 17,50 gekostet, Euro, und ich glaube, die war 22 Dollar. Ich bin mir nicht sicher, aber BH Cosmetics hat einfach super, super günstige Preise für das, was man letzten Endes bekommt. Das ist ein Witz, also ganz ehrlich, richtig, richtig gut. Ja, seitdem ich wieder ein bisschen heller geworden bin, versuche ich natürlich meine Augenbrauen nicht mehr allzu dunkel zu machen, wobei ich dann, glaube ich, nochmal mir einen neuen Anastasia Beverly Hills Stift kaufen muss, weil die ich habe einmal Dark Brown und einmal Medium. Und das mit dem Medium funktioniert ganz gut, habe ich heute auch drauf. Ich habe da einfach versucht, ganz leicht aufzudrücken und ich denke mal, gerade von meinem Haaransatz und jetzt die Augenbrauen, ich hoffe, es kommt gut in der Kamera rüber, matcht eigentlich ganz gut. Und mittlerweile sette ich das Ganze wieder mit meinem alten Gimme Brow von Benefit und zwar diese hellere Version. Ich weiß gar nicht, ob das Light Medium. Ich hatte ja jetzt die ganze Zeit immer das von P2 benutzt oder eben das in der Dark-Version. Aber jetzt benutze ich wieder das Helle, um das Ganze dann auch nochmal so ein bisschen aufzuhellen, damit es so natürlich wie möglich rüberkommt. Ja, ich hoffe, es geht einigermaßen. Ihr könnt mir ja gerne mal ein Feedback geben, ob das einigermaßen geht mit meinem Haaransatz, ob das matcht. Ich habe das Gefühl, es matcht, aber man weiß ja nicht so ganz genau. Ja, und mein letzter Favorit, den ich habe, ist diese Palette von Maybelline. Oh mein Gott, ich bin so, so, so verliebt. Ich hatte die auch schon mal verlost gehabt und wollte euch ja nochmal berichten, wie ich die denn finde. Und zwar muss ich sagen, ich habe bislang immer nur diese zwei Töne benutzt, die zwei helleren. Die dunklen habe ich noch nicht benutzt. Und zwar, der erste Ton ist ja ein Highlighter-Ton, den habe ich aber noch nicht so richtig als Highlighter benutzt, sondern den habe ich dann eher im inneren Augenwinkel oder unter der Augenbrauen benutzt oder einfach mal kurz auf dem beweglichen Lid so ein bisschen rumgespielt. Und die letzte Zeit richtig als Blush, und das trage ich auch heute, habe ich immer diesen Ton hier benutzt, also den Next
helleren, nächst dunkleren. Ich weiß gar nicht, ist da irgendwie hier beschrieben? Nee. Also auf jeden Fall den neben dieser Highlight-Farbe. Den habe ich die letzte Zeit benutzt, wenn ich mir einen Rouge draufgegeben habe. Und wie gesagt, habe ich heute auch drauf. Ich finde, das ist eine wunderschöne Farbe. Dieses Pink ist mir ein bisschen zu krass. Das ist nicht so meins. Und diese bärige Farbe, darauf freue ich mich so sehr, wenn der Herbst oder Winter wieder kommt. Dann werde ich diese Farbe echt rocken. Also diese Palette, finde ich wirklich, ist ihr Geld wert. Also ist ja nicht ganz so günstig. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, auf jeden Fall unter 10 Euro. Ich weiß nicht, ob es genau 10 Euro gewesen sind oder ein bisschen drunter. Auf jeden Fall hat man da wirklich vier richtig große Farbpaletten drin. Bis man die leer hat, das dauert ja ewig und 3 Tage. Also man hat da richtig lange was von. Und meiner Meinung nach ist die Palette definitiv ihr Geld wert. So, das war es jetzt auch schon gewesen. Waren doch ein paar mehr Produkte. Ich dachte, ich hätte gar nicht so viel rausgesucht. Aber das waren wirklich die Produkte, die ich die letzten Monate wirklich verwendet habe. Und wo ich wirklich von überzeugt bin. Auch ein paar neue Produkte, die ich jetzt auch erstmal testen wollte. Wie die denn wirklich so sind, wie die reagieren und so weiter und so fort. Und ein paar alte Schätze, alte Lieblinge, die ich mal wieder so ein bisschen rausgekramt habe. Ja, das waren meine Favoriten. Wenn ihr nochmal genauere Fragen zu den einzelnen Produkten habt, irgendwie was, dann stellt es mir gerne in die Kommentare, dann versuche ich so schnell es geht darauf zu antworten. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch meine Favoriten gefallen haben. Falls ja, würde ich mich super über eure Daumen hoch freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!